Eine alte Schulfreundin von Cordula wurde von ihrem Mann vor die Tür gesetzt und zieht deshalb übergangsweise mit Sack und Pack bei ihr ein. Ob das gut geht? In der Schillerstraße gibt es kein Drehbuch. Alles ist improvisiert. Und jeder Comedian bekommt über einen Knopf im Ohr Regieanweisungen eingeflüstert, die er ins Spiel mit einbeziehen muss. Boah, bin ich bescheuert. Jetzt habe ich gerade ein Ungeziefer raus, jetzt kommt Nina. Ich könnte jetzt noch die Kommode für die Tür stellen. Cordula, zähl auf, was du an Nina nicht magst. Mach ich am besten schriftlich. Mach ich schriftlich, kann ich dir gleich einfach mal hinlegen und sagen, so, da denkst du jetzt mal drüber nach. So, was ich an ihr nicht mag, Ninas Knie. Die mag ich nicht. Nee, da bin ich eher neidisch drauf. Man muss das ja jetzt irgendwie genau unterscheiden. Ninas Knie, da bin ich neidisch drauf, weil die hat rechts und links keinen Packen, sondern ich war das mit dem Packen. Aber deswegen mag ich Ninas Knie nicht. Doch, das ist richtig. Ninas Knie mag ich nicht. Der Mann muss ja auch eine komplette Vollpfeife sein, ne? Nein. Oh, meine Güte. Genau, die hört man schon von draußen, ganz. Ach, du je. Cordulachen! Nie! Ein paar Sachen brauche ich natürlich für ein, zwei Nächte. Ach. Ach. Oh wei, hör mal, das ist ja tierisch. Wie hast du das denn? Bist du jetzt mit dem Taxi gekommen? Nee, mit der S-Bahn. Mit der S-Bahn war mal gar nichts mehr? Du hast gar nichts mehr. Ach. Bist du schwarz gefahren auch? Also dafür reicht es schon noch. Darf ich mich hier aufhängen? Natürlich, häng dich auf. Ach. Nina, stell mit Cordula den Streit mit deinem Ex nach. Hier wohnst du also? Ja, hier wohne ich. Darf ich mich setzen? Vielen Dank. Natürlich, ist ja genug Platz. Ach. Mann, oh Mann, du. Ich sag dir, der Thomas, das ist eine Lusche vor dem Herrn. Hab ich gerade noch zu mir gesagt. Ja? Der muss ja eine absolute Vollpfeife sein, der Thomas. Woher weißt du denn, dass der handwerklich überhaupt nichts drauf hat?
Handwerklich? Ja, also. Ach, auch nicht. Wir hatten da diesen Schimmel, ne? Möchtest du gerne, möchtest du ja, ich nehme einen Martini mit zwei Oliven, bitte. Ich habe unheimlichen Hunger. Mina, dann schau ich rein. Ich glaube, den Martini habe ich gestern gerade leer gemacht. Egal. Dann nehme ich Campari. Oder einen Tomatensaft. Willst du einen Sekt? Ich habe einen Sekt im Kühlschrank. Sekt? Hast kein Prosecco da? Ah, das ist Prosecco. Doch. Schön, den nehme ich. Also. Auf jeden Fall. Habe ich doch gerade vormittags. Ich sitze auf meinem Hometrainer vorm Fernseher, ja? Da sehe ich doch im Fernsehen diese Reportage über Schimmel im Badezimmer. So, da wird natürlich gesagt, wie ungeheuer ungesund das für die Atemwege ist. Meinst du, ich will mir meine Atemwege versauen, bloß weil wir Schimmel im Badezimmer haben? Dann meint Thomas doch tatsächlich, ja. Ich soll mich nicht so anstellen. Ja. Ja. Was sagst du dazu? Oh, was? Nina, was hat der gesagt? Der hat behauptet, ich würde mich anstellen. Da habe ich aber zu ihm gesagt, Thomas, pass mal auf, entweder du holst mir hier heute noch den Handwerker hin, oder ist es aus mit uns. Da hat er gesagt, dann ist es aus mit uns. Ja, dann hat er den Handwerker auch ganz schnell besorgt. Aus ist es ja aus einem anderen Grund. Mir geht's ja gar nicht gut, Cordula. Erzähl mal. Also. Willst du ein Schlückchen trinken? Es ist so. Ja, bitte. Ich meine, wir sind ja jetzt schon fast ein Jahr verheiratet. Und da ist das mit dem Puckern halt nicht mehr so wie am Anfang, ne? Wenn man frisch verliebt ist und so. Wie lange wart ihr denn insgesamt zusammen? Stößchen. So, der ist lecker und was war dann? So, jetzt mit meinem Heißluftballonfahrlehrer. Da hat er nichts dagegen gehabt, weißt du? Weil du hast dann, mit dem Heißluftballonfahrlehrer heiße Luft. Er hat heiße Luft in dich. In schwindelnder Höhe. Gut, also, da war es ihm noch egal, ne? Dann war mit meinem Aqua-Jogging-Trainer, ne? Ach, der hatte ein Figürchen, ich sag dir, Zucker. Gut, da hat er auch immer noch nichts gegen gehabt, ja? Hast jetzt du jeweils einmal dann mit denen oder hast du mehrfach? Du fragst mich vielleicht Sachen, das weiß ich doch nicht mehr. Cordula, ergreif Partei für Ninas Mann. Letztens mit meinem Cocktail-Kanapé-Kurslehrer. Ja, das finde ich. Moment mal. Gut, der Seifenblasen-Typ da. Heißluftballon. So. Der nächste auch. Kein Thema. Ja. Aber mit einem Kanapé-Brötchenschmierer. Nein. Cordula, jetzt. Werd mal bitte nicht so herablassend. Nein, ich will dir nur für einen Moment auch mal die andere Seite zeigen, dass einfach der Thomas gedacht hat, gut, einer der Seifenblasen heiße Dinger macht. Heißluftballons. Das ist für ihn keine Konkurrenz, aber jetzt so ein Kanapé. Also, ich habe mir gedacht, Kanapés und Cocktails. Was meinst du, wie oft wir zu Hause Gäste empfangen? Das geht mir vielleicht auch auf den Nerv. Kochst du dann selber? Ja, ich hab's versucht und Thomas meinte, kannst du richtig gut kochen? So das Wahre. Und deswegen hat er mich ja sogar noch dahin getriezt zu diesem Kurs. So, dann habe ich also mit diesem Heißluft, wie sehe ich denn aus? Ja. Ja. Cordula, warum sagst du denn?
Das hätte ich dir schon noch gesagt. Ich finde einfach, von den Prioritäten her ist jetzt erstmal Thomas dran. Ja. Und ich kann den Thomas schon verstehen. Auf jeden Fall hat er mich jetzt rausgeschmissen, weil er meinte, dreimal wäre dreimal zu viel. Das hat er vorher auch noch anders gesehen. Hat der denn auch irgendwie was mit anderen, mit Dressurreiterinnen gehabt? Hätte er das denn wohl nötig gehabt? Absolut nicht, nein. Kannst du nicht was anfangen mit einem Scheidungsanwalt? Also kennst du in dem Bereich keinen? Nina, besprich den Anrufbeantworter neu. Unterwegs mit diesen, Was mache ich denn eigentlich? Also ich habe einen riesen Vorschlag gemacht. Thomas jetzt schon. Ich bin gerade in Gedanken woanders. Mir fällt gerade ein. Also ich habe Thomas schon die Nummer von hier gegeben. Jetzt wo ist Wieso denn? Das denn? Ja. Weil ich ihn natürlich wahnsinnig verbisse. Ja, aber er dich nicht. Moment, ich bin sofort wieder dabei. Behalt deinen Vorschlag im. Was machst du? Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Cordula und Nina. Thomas, wenn du es bist, ich vermisse dich. Achso, Moment. Und für alle, die für Cordula anrufen, können auch eine Nachricht hinterlassen. Nina. So, was war dein Vorschlag eben? Ich hatte vorgeschlagen, dass du was anfängst mit einem Scheidungsanwalt. Ninas, hast du auch noch einen Golf? Ninas Schrift? Was ist das denn? Ja, das sind so Sachen, ich habe einfach mal so gedacht. Hast du dir die Knie endlich operieren lassen? Das war das, was ich mit dir besprechen wollte. Ich war immer so neidisch auf meine schlanken Knie, ne? Jetzt mal Schluss mit meinem Thema. Wie läuft es denn mit dir und Glatzenrüdiger eigentlich? Mit mir und... Oh, ist er etwa da? Hallo, Nina. Das ist die Küche. Ach, ja? Das ist richtig. So, das ist die Küche, die ist komplett eingerichtet. Wir haben ich da auf irgendwas achten gehört? Irgendwas Rüdiger, was ich nicht anfassen darf, weil ich sonst... Es gehört hier in diesem Haushalt gar nichts dem Rüdiger. Aha. Und auch ich gehöre nicht mehr dem Rüdiger. Nee. Richtig. Na endlich. Mensch, Cordula, dass ich habe du dem von endlich getrennt. Einen Laufpass gegeben hast. Ich habe einfach gesagt, Rüdiger, das geht Nina. Nicht. Du hattest mal was mit Rüdiger. Was Neues, ich brauche... Mensch, Cordula, du glaubst ja gar nicht, wie sehr mich das freut. Ich dachte ja all die Jahre, Gott, muss die sexuell frustriert sein. Meine Güte. Naja, okay, ich stell dir jetzt meine Scheißgeschichte zur Verfügung, damit es dir ein bisschen besser geht. Mhm. Ich erzähle dir jetzt einfach ein bisschen, dass das mit Rüdiger und mir auch nicht so super ist. Und auch das Auseinandergehen, das war für mich wirklich nicht leicht. Und das ist für dich doch vielleicht auch eine Möglichkeit, dass du merkst, ach so. Stimmt, Cordula, es ist die Möglichkeit, es dir endlich zu sagen. Ach, komm, ja, was? Boah, du hast total feuchte Finger. Kannst du da mal loslassen gerade? Ja, ich bin auch im Moment sehr aufgeregt. Jedes Mal habe ich mit mir gekämpft oder auf die ganzen Postkarten, die ich dir von, Mauritius, Bermudas, Florida... geschickt habe. Sag mal, warst du da wirklich? Weil manche ja, haben so einen Stempel. Ja, ich war da mit Rüdiger. Nina, du hast auch erzählt, dass du die Frau da mit Bill Clinton warst und so weiter. Es sind einfach ein paar Geschichten. Ich kann dir
das ist wirklich. Als ich damals das mit Bill Clinton erzählt habe. Ja. Zu dieser Zeit hatte ich es sehr schwierig. Ich hatte ein unglaubliches Geltungsbedürfnis. Damals. Ja, damals. Das haben wir ja nun hinter uns. Seit ich Therapie gemacht habe, in einer Gruppe. Der Donnerstag ist immer ein bisschen schwierig für mich, merke ich. Was ist denn passiert? Letzte Woche hatte ich hier Kakerlaken und Käfer und so weiter. Und ich kann dir wirklich nicht versprechen, dass sie alle raus sind. Da ist Bad und Schlafzimmer. Schau dich einfach mal um. Vorbrot. Hör mal, wer hat denn heute Notdienst? Cordula, sei übertrieben freundlich. Süße, es ist was Schreckliches passiert. Ja, der Mittelfinger. Nagel abgebrochen. Ganz weit eingerissen. Oh, komm mal her. Kann die Sonja aber gleich auch mal. Gerne! Wir gehen morgen zusammen zur Nagelpflege. Oh, und das schön! Das wird schön! Also Sonja, mach um 11 Uhr die. Erwartest du jemanden? Du, ich habe ganz tolle Freunde und ich bin sicher, dass du dich sofort sehr wohl fühlst. Moment, kannst du die Sachen mal ein bisschen zur Seite? Hi, Maddie. Oh. Gezogen hat hinten. Das ist doch die. Martin! Das ist ja die Überraschung! Mensch, ist das schön, dich zu sehen! Jahrgang, la. Hä? Die Nina! Ach, die Nina! Die Nina! Ich hab mich überhaupt nicht verändert, stimmt's? Naja, ein bisschen auseinandergegangen, aber... Nein! Du hast ja wahnsinnig abgenommen! Durch diese schreckliche Zeit jetzt, da nimmt man total viel ab. Das hat mich sehr mitgenommen. Das hat ja auch Vorteile, wenn man so ein bisschen... Erzähl, wie ist es dir gegangen? Heute oder? Sagen wir mal die letzten 20 Jahre. Martin, Nina ist die Frau deines Lebens. Naja, ich habe mein Leben gelebt. Und ich war ja ein bisschen verknallt. In Nina? In Nina. In wen? Nee, jetzt sag mal, in Nina? Martin, ich wusste es doch immer. Nee, das wusste ich.
wusste ich nicht. Ja, klar hast du es gewusst. Die hat doch, du hast doch immer Kartoffeldepp zu mir gesagt. Nina, du glaubst, Cordula und Martin sind ein Paar. Knallt in Nina? Ach, Cordula, jetzt nimm das ja, doch nicht. Ich glaube, du auch nicht, ne? Ja. Doch, ich habe da schon immer was gespürt, aber jetzt gehört er ja ganz dir. Hm? Ihr zwei Süßen, Mensch, dass ihr jetzt zusammen seid. Nein, wir sind ja gar nicht so richtig zusammen. Ah, ist noch nicht ganz spruchreif. Nee, noch. Nein. Hey, wir sind, Nina, wir sind super Freunde. Wir haben ja, seit dem Abitur ja, immer super den Kontakt Freunde. Gehalten. Immer kenne ich super Freunde. Super Freunde, mit dem einen nimmt sie Schimmelung, mit dem anderen esse ich Cracker. Ja. Oder was war das? Kanapee und Cocktailzubereitungslehre. Kann man das lernen? Ja, allerdings bei der kann man das lernen, Cordula. Hey, würdest du mal ein paar Sachen einholen gehen und dann machst du uns was Hübsches? Den Martin, dir und mir? Kein Problem. Habe ich alles gelernt. Cordula, rechne Ninas Mietanteil aus. Kommt irgendwie so ein komischer Geruch. Martin, machst du dir mal eben zu? Ich müsste der Nina mal gerade was vorrechnen. Ich meine, dir ist das ja wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass das mit uns alles ganz korrekt läuft, weil sonst gehen ja Freundschaften total kaputt. Ne? Ja, so. Klar. Die Miete hier kostet insgesamt 800. Ja, die kann ich übernehmen. Genau. Entweder bist du handwerklich begabt? Martin, du willst auch bei Cordula einziehen. Was hast du gesagt? Ob du handwerklich begabt bist? Ich finde zum Beispiel, wenn dieses Loch hier nicht bald zugemacht wird, dann werde ich die Miete aber sofort mindern. Du machst aber keinen Stress bei meinem verdienen. Vermieter, ne? Ich fühle mich dann hier total wohl. Ich möchte nicht... Was ist der Vermieter denn so für ein Typ? Oh, du, der ist so, der hatte früher eine Cocktail- und Granatenfirma. Was ist genau eine Cocktail- und Granatenfirma? Naja, also die Cocktails schmeckten Granate. Ja. So, und eine Dreier-WG. Eine Dreier mit ihrem Vermieter? Nein, wenn ich hier auch noch einziehen will. So denkt er jetzt. Ja, ich meine... Und dein Mann noch da jetzt weiter? Der hat mich ja rausgeschmissen. Nina, ruf deine Tante in Amerika an. Ja, dem gehört das Haus, dem gehört das Auto, dem gehört das Pferd, dem gehört der Ferrari, alles gehört ihm. Sag mal, ernsthaft, gehört dir jetzt überhaupt nichts mehr? Doch, seine Firma. Das war so, weißt du, so ein Steuertrick. Hm? Vielleicht lässt sich da ja was draus machen, hm? Die ist ja noch blöder wie früher. Dein Telefon benutzen. Ne? Kein Thema. Wahrscheinlich dein Freund in Brasilien, oder? Nein, meine Tante in Amerika. Nein, du hast jetzt nicht eine Tante in Amerika, oder? Na klar, Tante Trudi. Darf ich mal eben? Ich will nur mal eben sehen, welche Nummer du... Och Gott, jetzt ist das Ding abgestürzt. Muss ich da was vorwählen? Nee, Akku ist leer, so ein Scheiß. Kein Problem. Kannst du das eine noch mal eben auf deinem Handy machen? Morgen ist das Ding wieder aufgeladen. Ja, das mache ich. So. Soll ich es rausedeln? Also wenn du, ja. Also, Cordula, hast du eigentlich auch ein Handy? Es wird schwer. Cordula? Hast du eigentlich auch ein Handy? Ja,
Klo gehst, dann nimm doch bitte die Gummihandschuhe und die Bürste mit. Und nee, hab ich schon ein Bad. Das Klo, mir war nur so heiß. Ach so, verstehe. Ich muss ab und zu mal. Der Martin Lüfte. Muss oft unten gehen. Tu dir keinen Zwang an, Martin. Der Martin muss oft unten. Hey, Trudy! Hi, sweetie! How are you? Oh, fantastic! Listen, honey, I have a problem here, yeah. Okay, Thomas, he kicked me out. Yeah, so now I'm at a friend's house. Nina, du kannst im Schlafzimmer viel besser, da ist viel okay. besser, da hast du Ruhe and, zum Telefonieren. And I wanted to ask you if you could send me all the old pictures of me. You know, when I was in the States, yeah, Cordula wants to see them so bad. Yeah, so bad. Sag mal, ein paar Tage hat die gesagt. Und wenn das jetzt noch nicht mal mehr hilft, dass du die Hose aufmachst, ich meine, ich krieg die ja gar nicht raus. Vielleicht soll ich sie einfach ablecken. Du kannst ja sagen, ich war schon mal eingesperrt deshalb. Ah, du bist... Ja. Das ist der geilste Freund, das würde keiner vorschlagen. Ja. Du bist erst seit 6 Wochen wieder zurück? Ja. Und die Diagnose ist, also die Prognose ist gar nicht sehr gut. Nee. Das ist jetzt ein Versuch, dass du rausgekommen bist. Ja. Ich bin ein Sittestrolch. Ja. Genau. Ich war auch schon mal eingesperrt deshalb. Nina, ich muss dir zu dem Martin was sagen. Der Martin hat ganz schwere Probleme. Ja, das scheint mir aber auch so. Mein Problem ist, ich esse immer die Gummis von den Stringtangas. Ganz fest in den Sitz, dann kann dir doch in dem Moment nichts passieren. Ich hab schon gegessen. Heute hat er seinen Tanga schon intus. Setz dich mal. Wann hat das denn angefangen? Martin, seit wann bist du so krank? Seit 2 Jahren, ne? Ja, das hat seit schon zwei Jahren angefangen, so, also kurz nach der Konferenz. Martin. Zeig Nina deine Tierimitation. Der Martin, ich kenne eine gute Therapiegruppe. Da war ich mal, da war Rüdiger. Schlimm, ich kann ne? gar nichts machen. Der ist jetzt im Moment... Martin, was machst du denn? Du warst schon in Therapie deswegen, ja? Das hilft nichts. Und er ist hast im Moment schon mal auf mit Probe draußen. Psychopharmaka versucht? Alles, der ist ja vollgepumpt. Der ist ja im Moment vollgepumpt, sonst wäre alles noch schlimmer, wirklich. Ich kenne ihn ja auch ohne. Martin, was machst du denn mit der Nina? Jetzt lass die Nina aber mal in Ruhe. Verdorri noch einmal. Ja.
gut. Bist du blöd? Entschuldige mich. Wo ist man denn hier? Drücken! Da drücken. Einfach das nur auflegen. Drücken! Das ist das drücken. Telefon. Akku leer. Oh, drücken. Hallo! Mein Gott, da kommt ja alles Mögliche raus. Hallo! Hallo! Michael! Nina Vorbrot. Michael Kessler, hallo. Hi, Martin. Hallo. Dem Martin geht's heute wieder ein bisschen wackelig. Heute geht's rund. Der Finger aus dem Bobo in den Mund. Michael, stell dich Nina vor wie in einer Single-Show. Ja, ich bin... der Michael... Ich bin Mitte 30, ledig, aha, blond, blaue Augen, ja. 1,75 Meter. Vielleicht sollten wir uns nochmal vorstellen, Vorbrot. Ja. Wir können uns ja auch erstmal siezen. Sehr gerne, ja. Dann können wir gleich Brüderschaft trinken. Absolut. Nina, kommen Sie doch bitte hier lang. Dann hätten wir schon mal... Ich habe uns da was Kleines vorbereitet, einen kleinen Prosecco. Und... vielleicht trinken wir erstmal einen Schluck, ja? Vielen Dank. Hattest du dem Maddi und mir auch schon Tag gesagt? Ob ich euch schon guten Tag gesagt habe? Das können wir auch gleich noch machen. Ach, da war's, ja. Also zur Bruderschaft trinken gehört, doch eigentlich ein kleines... Nina, Michael erinnert dich an deinen Mann. Das erinnert mich schwer. Der Michael ist operiert, der hat nur noch oben alles. Entschuldigt bitte, aber ist doch gar nicht wahr. Ja. Mir geht's gerade nicht so gut. Ja, Mensch, und du kannst doch nicht einfach mit ihr spielen. Ich spiele doch nicht. Ich mein's ernst. Michael, ja. Nina. Sei mir nicht böse, aber... Was kann ich tun? Du erinnerst mich so sehr an Thomas. Wer ist denn Thomas? Ein Loser. Loser. Diese energiegeladene Berührung eben. Bei Thomas und mir war es am Anfang auch so. Oh mein Gott! Das ist... Was können wir tun, Nina? Das ist immer am Anfang so, Nina. Egal. Michael, Cordula hat erzählt, Nina sei hässlich. Am Anfang so. Die hat feste Arschbacke. Nina. Das hat sie wirklich. Ich habe so schreckliche Geschichten gehört. Was denn? Ich bin so verarscht worden von meinen Freunden. Inwiefern? Geht von mir jetzt? Ja, von dir. Was? Du hast gesagt, sie wäre potthässlich. Das hab ich gar nicht gesagt. Natürlich. Cordula Schwartmann, was hast du gesagt? Nein, das gibt's zu. Darf ich
Urteil dazu äußern, zu dieser ungeheuren Behauptung? Absolut. Ich habe niemals gesagt, du bist potthässlich. Ich habe ihm dich beschrieben. Ja, daraus hat er gemacht, Moment. Du bist potthässlich. Ich habe das Wort gar nicht gesagt. Du hast gesagt, sie hat solche Knie. Die alte Leier. Naja. Aber kann mein ich Gott, locker Leute, das drüber hinwegsehen. Meine ich allerdings. Die sind auch sehr, sehr. Cordula? Schlank. Wenn du unbedingt willst, dass ich hier einziehe. Ja, das würde ich ganz gern noch mal dann kurz mit dir nachziehen. Ich auch. Du auch. Nein. Martin Repper. Ja. Wieder Cordula los. Das frage ich. Bist du vielleicht auch gerade? Sag mal, willst du nicht der Nina mal deine Wohnung zeigen? Die ist doch so gepflegt, die Wohnung. Hier, der hat eine Modelleisenbahn. Ja. Modelleisen. Alles ja. Im Maßstab 1 zu 87. Nina, du wolltest immer Cordulas beste Freundin sein. Angucken, Nina. Wieso denn? Jetzt sei doch nicht so ungemütlich. Wir machen es uns jetzt gerade hier ein bisschen schön. Cordula, kannst du die gerade noch ausziehen, bitte? Gott, bist du spießig. Cordula, irgendwie kommen hier die ganze Zeit so Bad Vibes von dir rüber. Von Bad mir? So schlechte Schwingungen irgendwie. Nein, die sind das von mir. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid, wenn das irgendwie so rübergekommen ist, dass du bei mir nicht willkommen wärst. Das möchte ich einfach nicht. Ach, dann fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Schön. Dann kann ich dir ja auch jetzt sagen. Okay, noch was. Cordula. Ja. Als du damals im Sportunterricht beim Weitsprung am aller weitesten von allen Jungs sogar weiter als Martin gesprungen bist, seitdem finde ich dich, du bist mein Idol, Cordula. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt endlich nach all den Jahren Cordula, erinnere Nina an den Wandertag in Wuppertal. Ausleben kann, deine beste Freundin zu sein. Ja, schön. Ja. Nina, ich freue mich so wahnsinnig. Ich freue mich wirklich über deine Worte. Ja. Ich bin nahezu geneigt, gerührt zu sein. Noch bin ich nicht ganz gerührt, aber kommt schon. Dann komme ich mal zu dir rüber. Und ich möchte dich dann jetzt auch gerne erinnern an unseren Wandertag in Wuppertal. Erzähl du mir, was da passiert. Ich hatte den bis heute total vergessen. Was? Das hast du vergessen? Dein erstes Mal? Mit dir? Danach bin ich direkt umgeschnitten, du Knüller. Das hat sich ja Gott sei Dank bei mir alles geändert. Na klar hat sich das geändert. Ich treibe ja unheimlich viel Sport. Ich auch. Ja. Ist nicht nur ein Sixpack, das ist ein Zehnpack bei mir. Kann ich mal sehen? Martin, mach Nina schöne Augen. Ja. Sehr lustig. Was für eine Sportart. Martin, guck mal, Cordula ist doch ganz nah bei dir. Hm? Aber er entdeckt dich wieder neu. Aber sie gehört doch jetzt mir. Martin. Nina ist eine freie Frau. Martin. Guck mich an. Ah.
schon ins Auge. Ich gucke dich an. Wir dich auch? Was willst du von mir, du Dämon? Hemmungslosen. Was? Champagnerkonsum. Prost, Martin. Michael, zähl Martins schlechte Eigenschaften auf. Also, mir ist wieder eingefallen. Und was war's? Dich. Hemmungslosen mich. Sex mit dich. Mit dir. Also ich finde, langsam sollten wir vielleicht mal jetzt klären, wer hier Vorrechte hat. Ich meine... Ich bin krank, Michael. Eben, eben. Er ist krank. Ja, er ist krank. Er riecht aus dem Mund. Er spricht hessisch. Er hat eine Breitkordhose an. Ja, er hat einen verdammt großen Mund. Ja, und... Der immer näher damit kommt. Damit ich so schön beißen kann. Das sind doch alles eher Punkte, die gegen Martin sprechen. Das findest du nicht auch? Stimmt eindeutig. Nina? Michael. Außerdem ist Michael ja mit Cordula liiert und ich will da auf keinen Fall zwischenfunken. Wir sind immerhin die besten Freunde. Michael ist nicht mit Cordula. Martin. 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 Sehr gut. Michael ist noch zu haben. Michael. Ja. Ich finde, die Frau bringt ein ganz anderes Flair hier bei dir. Ja, das finde ich. Das auch. Ist die große Welt. Guck mal, ja. Die Koffer, der Schmuck. Leg dich mal nieder. Michael, finde heraus, ob Ninas Brüste echt sind. Michael. Ja? Möchtest du vielleicht eine Weintraube? Sehr gerne. Wie war das? Ich bin jetzt ein bisschen. Nimm sie doch mit am besten. Aber wohin? Die zahlt mir die Miete, fällt mir gerade ein. Hat sie. Die ganze? Was beschwerst du? Hat sie ja eben gesagt. Martin und Michael stöbert in Ninas Sachen. Wenn sie da rausreißen will, irgendwie, dann. Klingt ja alles nach viel Kohle, ne? Ich hey, jetzt geh nicht an die Klamotten von der Nina dran, bitte. Hey, nein! Ich hätte wieder mal Appetit auf den Stringtanga. Was ist das denn? Du Schwein! Boah, das gibt's doch nicht. Die hat tatsächlich was mit dem Rüdiger gemacht. Warte mal. Michael! Nee, jetzt ist aus. Erkennst du, wer das ist? Natürlich erkenne ich, wer das ist. Ja, warum hat Nina... Das hier. Guck mal hier. Hör mal, so ist die drauf.
Ja, so ist die drauf. Aber das stimmt so fast. Und so ist der drauf. Das glaub ich nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Ich fass das echt nicht. Hast du was mit dem gehabt? Oder, nee, warte mal. Die hat einfach ein Bild von dem abgezogen und jetzt in den Koffer gesteckt, damit ich wahnsinnig werde, oder? Vielleicht ist das nur ein Geschenk, was sie dir mitgebracht hat. Vom Rüdiger ein Foto. Einfach... Weil sie dachte, wir sind noch zusammen. Ja, gutes Mitbringsel. Hallo, Nina! Wir wollten deine Sachen schon mal einräumen. Schon mal auspacken. Dass ihr mir beim Auspacken helft. Guck mal, deine Hausschuhe. Wir wollten schon mal ein paar Sachen einräumen. Ich hab schon mal probiert, aber das schmeckt scheiße. Ja. Cordula. Schon auf Falte, auf Falte falten, ja? Sehr gern. Cordula, ja, hast du schon ergeben? Machst du sowas auch? Ja? Gefällt dir das? Ich hab's noch nie ausprobiert. Gut, dann nimm schon mal mit. Okay, und pack's schon mal gleich nach. Ich wollte der Cordula noch mein Geschenk geben. Ach, das freut mich ja. Das ist ja ganz schön. Das habe ich dir mitgebracht. Ne? Vielleicht nützt das irgendwas. Kannst du ja mal ausprobieren. Ach, das finde ich ja ganz toll. Und dann, jetzt räumt ihr das hier alles wieder ein? In welchen Schrank sollen wir es denn? Ja, ins Schlafzimmer, würde ich mal sagen. Ne? Nina? Ja. Macht dir das was aus, wenn du die erste Nacht hier auf dem... Wir finden schon eine Lösung, das aber dass du erstmal hier... Ach, weißt du, wenn dir das im Bett zu eng ist, dann kannst du ja vielleicht hier schlafen. Ja, wollen wir es so machen? Also du bist das jetzt so gewöhnt, ne? Ja, ich... Ich muss mal gerade dem Martin helfen. Martin, du fühlst dich gerade unheimlich erotisch. Setz dich doch dabei, Martin. Das dauert ja noch. Komm, ich helfe dir. Das dauert noch länger. Setz dich einfach. Ich wusste gar nicht, dass du auf Frauenklamotten stehst. Warte mal. Seit heute. Sag mal, was ist das? Genau, das wollte ich dir gerade erklären. Wofür ist das? Das legt man ins Tiefkühlfach. Ja. Und wenn man morgens aufwacht und furchtbar dicke Eier. Augen hat, dann legt man sich das unter die Augen und im Nu sind die Ringe verschwunden. Super. Das ist geil. Hast du vier davon mit? Nein. Können wir die nacheinander benutzen? Ich habe die nur für dich mitgebracht. Ich brauche sowas ja nicht. Ach so. Ach, das finde ich toll. Gut, die sind ja echt süß. Die sind von Thomas. Meine Hose runterlassen. Nein! Cordula. Nina soll ins Big Brother Dorf ziehen. Thomas, oder nicht? Du, Nina, ich habe eine ganz tolle Idee. Weißt du, was wir einfach machen? Damit du auf ganz andere Gedanken kommst. Nina? Was? Es gibt doch dieses Projekt jetzt, dass die da gar nicht mehr rausgehen. Das ist ein ganzes Dorf, da kannst du alles einkaufen. Die haben ja alles da. Du brauchst keine Kohle von Thomas. Der Thomas kann dich bei der Scheidung total über den Leisten ziehen. Das ist du lernst total neue Idee. Leute kennen und du bist rund um die Uhr, wirst du dabei gefilmt. Ist auch was für dich? Ach, jetzt was zum Film? Ja, genau. Das ist doch das Idiotendorf da. Ja? Nein, das kann man so nicht nennen. Das ist ein Sprungbrett. Für Nina ist das ein Sprungbrett, ganz genau. Michael, biete Nina an, bei dir zu wohnen. Cordula? Ja. Das ist eine super Idee. Ja. Ah, weißt du was? Ich bleib lieber bei dir. Ach doch. Ja. Und das ist ja auch kein Problem, weil der Martin
ist ja auch nicht so oft hier. Doch, stimmt. Der Madin kommt eigentlich täglich zu mir, weil der Madin ist der, mit dem ich mich am besten verstehe. Der ist immer bei mir. Nina, ich bringe dich direkt von hier in meine Wohnung. Was hältst du davon? Oder so. Gut, Cordula, dann komme ich halt erst morgen wieder. Ein Zimmer, Kochnische. Gut, Cordula, dann bleibe ich doch hier. Bis morgen. Aber sehr gemütlich. Und der Michael bleibt vielleicht auch hier. Ah. Weil wir haben ja das Schlafzimmer für uns und die Cordula schläft hier auf dem Sofa. Du kannst aber doch mal... Ich finde das für den Michael schon kränkend, wenn du dich überhaupt nicht für seine Wohnung interessierst. Ne? Die kann ich mir doch irgendwann mal angucken. Findest du? Hallo? Hallo? Nina, dein Mann bittet dich zurückzukommen. Und das ist jetzt... Du, hier ist Thomas, ich habe einen Wasserrohrbruch. Komm bitte ganz schnell nach Hause. Ja, okay. Ich bin schon auf dem Weg, Schatz. Schillerstraße gibt es am nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr hier in Sat.1. Machen Sie es gut. Tschüss.